Ja, ich freue mich heute, dass wir ein ganz neues Format beginnen dürfen. Wir hatten eigentlich drei Präsenzveranstaltungen geplant für das Thema Zuverlässigkeit der Bibel. Jetzt werden es wahrscheinlich drei Online-Veranstaltungen werden. Aber es ist eigentlich ganz gut möglich, mit Skype diese Online-Gottesdienste Vortragsabend zu halten. Und ich freue mich deswegen, dass ich heute Abend über dieses erste Thema sprechen darf. Unverwüstlich ist die Genesis über 4000 Jahre alt. Und ich glaube, es hat sich jeder schon mal gefragt, woher eigentlich Mose wusste, wie die Welt erschaffen wurde. Gute Frage. Eigentlich glaubt man es ihm heute ja nicht mehr so, was da in 1. Mose 1 steht, in Genesis 1. Und eine der Fragen, die viele umtreiben, ist, woher hat Mose eigentlich sowas gewusst? Hier auf dem Eingangszitat in 1. Mose 5, Vers 1, Genesis 5, Vers 1, das erste Buch Mose heißt ja bei den Juden auch die Genesis, die Entstehung der Welt, finden wir ein sehr interessantes Wort. Dies ist das Toledot Adams. Toledot heißt so viel wie Entstehungsgeschichte oder Geschichte. Wir werden da noch näher darauf eingehen. Das ist ein sehr interessanter Schlüsselsatz für die Genesis, der das Verständnis der Genesis aufschließt. Ja, und der auch auf diesen Titel hier antwortet. Es lässt sich aus dem Text heraus sehr interessant rekonstruieren, dass tatsächlich die Genesis sehr, sehr alt ist. Ja, ich möchte ein bisschen einen Überblick zunächst geben über die Theorien des Alters des ersten Buches Mose. Und zwar haben wir ja seit der Aufklärung einige Philosophen und Theologen gehabt, die die sogenannte historisch-kritische Bibelauslegung und Bibelkritik begonnen haben. Die Geschichte beginnt hier 1670 nach dem 30-jährigen Krieg mit Baruch Spinoza, ein Philosoph, der einen Tractatus Theologicum Politicus schrieb und in diesem behauptete, dass die Genesis und das gesamte Alte Testament von Esra geschrieben sei. Esra lebte nachweislich etwa 500 vor Christus. Das heißt, Spinoza hat einfach mal das Alter des Alten Testaments auf 500 vor Christus gelegt. Viel jünger kann man es nicht legen, weil das Alte Testament etwa im Jahr 200 vor Christus komplett vom Althebräischen ins Griechische übersetzt wurde. Die sogenannte Septuaginta-Übersetzung ist historisch etwa im Jahr 200 vor Christus entstanden, zur Zeit Alexanders des Großen und etwas später. Und die Stadt Alexandria ist damit sehr stark verknüpft, Ägypten, wo es eine jüdische Diaspora gab. Das heißt, man kann vielleicht noch vermuten, dass Esra das AT schrieb, aber viel jünger kann es eigentlich nicht mehr gewesen sein. 1753 hat Jean Astruc, ein französischer Arzt, eine sogenannte Quellenentscheidungstheorie begonnen. Quellenentscheidung heißt, dass er bemerkte, dass 1. Mose 1 und 1. Mose Kapitel 2 zwei verschiedene Gottesnamen genutzt werden. Das hebräische Elohim, so viel wie der Gott der Himmel, und der eigentliche Gottesname, den auch später Mose im zweiten Buch Mose benutzt hat, Yahweh, der hebräische Gottesname. Nun, diese beiden Namen gehen im 1. Buch Mose so ein bisschen durcheinander. Es gibt Textteile, die Elohim und Yahweh sagen. Es gibt auch Textteile, die beide Namen verwenden. Und seit Jean Astruc ist man quasi dabei, in der historisch-kritischen Bibelauslegung verschiedene Quellenentscheidungstheorien zu finden und darüber nachzudenken, wie es denn gewesen sein könnte. Ein wichtiger Mann ist noch der Professor aus Jena, Johann Eichhorn. Er schrieb einen Kommentar zum Alten Testament etwa in 1780. Und auch dort zog er die Quellenscheidungstheorie, die Astruc zunächst nur für die ersten Kapitel des Buchs Mose erfunden hatte, durch die ganze Genesis durch und zergliederte sozusagen in Elohim und Yahweh korrelierte Schriften. Man nennt dann den mutmaßlichen Autor Elohist und Yahwist, den zweiten. 1876 hat die deutsche Theologie einen weiteren interessanten Beitrag geliefert. Justus Wellhausen, hier im Foto zu sehen,
kam zu einer Vierteilung des ersten Buchs Mose. Neben dem Yahweh und dem Elohist hat er auch noch einen Priester identifiziert, der Teile geschrieben haben soll, und eine weitere Quelle, das sogenannte Deuteronomium, postuliert. Und man sieht hier in diesem Diagramm, was von Wikipedia stammt, wie die Theorie von Wellhausen sich aufgliedert. Yahwist und Elohist werden vermutet, dass sie dann zusammen eine Schrift geschrieben haben. Der Priester kommt dazu und das Deuteronomium, und die Tora entsteht aus all diesen Quellen durch Kombination. Allerdings ist die Wellhausensche Theorie nicht ganz unumstritten. Es gibt weitere Varianten der Theorie. Man weiß eigentlich nicht so hundertprozentig, welcher man wirklich geglaubt werden soll. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das sehr stark verändert. Ganz problematisch ist aus meiner Sicht, dass man im letzten Jahrhundert sehr viele Papyri gefunden hat über das Alte Testament, auch über das Neue Testament, über die Septuaginta. Wir werden da am zweiten Abend auch noch sehr einiges drüber hören, am dritten Abend, wenn es um Tischendorf geht, der den Codex Sinaiticus gefunden hat. Aber das Problem ist, dass die Yahwist-Elohist-Priestertheorie überhaupt nicht papyrologisch bestätigt worden ist. Also es gibt keine Papyri, die irgendwie nur den Yahwist enthalten und nur den Elohist und nur den Priester und nur das Deuteronomium. Diese ganze Genesis, der Genesis, die hier postuliert worden ist, ist archäologisch überhaupt nicht bestätigt worden. Es gibt für die Quellenschreibungstheorie nach Wellhausen keine echten archäologischen oder papyrologischen Nachweise. Nun, es gibt gleichzeitig im 19. Jahrhundert eine sehr starke archäologische Entwicklung. Man hat also unglaublich viel ausgegraben. Ich habe hier mal alles für Sie so aufgeschrieben, was eigentlich passiert ist. Da gibt es also ganz berühmte Namen wie Henri Layard, ein Franzose, George Smith, der die Keilschrift, über die wir noch reden werden, entziffert hat. Der berühmte Codex Hammurabi wurde im Jahr 1900 ausgegraben. Und 1922 hat Leonard Uli Ur ausgegraben. Ich halte Ihnen hier mal das Buch von Uli in die Kamera, was ich auf Amazon noch secondhand gekriegt habe. Ein ganz tolles Buch über die Ausgrabung von Ur, der Stadt Abrahams, mit sehr, sehr vielen historischen Zeugnissen über die Geschichte dort. Wuley hat also in einer gewissen Tiefe eine meterdicke Lehmschicht gefunden, die auf eine Flut hindeutet. Und die Geschichte von Ur sagt tatsächlich, dass vor einer Flut 10 Könige geherrscht haben. Das hat man aus Entzifferung von Stelen, die in Ur gefunden worden sind, herausgeholt. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, dass dadurch so etwas wie eine Sintflut in Mesopotamien tatsächlich nachgewiesen worden ist. Das Tolle ist, dass man heute weiß, durch die archäologischen Funde, es gab ein riesiges Wirtschaftsleben in Mesopotamien, es gab Gesetze wie den Codex Hammurabi, es gab Rechnungen, es gab Aufstellungen von Landverwaltern über Bierlieferungen, Getreidelieferungen und vieles mehr. Also die Wirtschaft war gar nicht so unähnlich zu dem, was wir heute so erleben. Und es musste natürlich kräftig Rechnungen geschrieben werden, Lieferscheine ausgestellt werden und vieles, vieles mehr. Und Wuley hat also unglaublich viel davon in Ur gefunden. Interessant ist, dass einige der alt babylonischen und assyrischen und sumerischen Bibliotheken tatsächlich abgebrannt waren. Aber das macht nichts, weil wenn so eine Bibliothek abbrennt, wie zum Beispiel hier die Bibliothek Assurbanipals in Ninive, dann die Keilschrift wurde ja auf Tontäfelchen geschrieben, Lehm, und wenn sie abbrennt, wird es nur noch Herr. Also man hat heute natürlich den umgekehrten Effekt, wenn heute eine Bibliothek brennt, ist alles Wissen verloren. Aber damals war das noch anders. Also die haben also bewusst wahrscheinlich auf Ton und auf Lehm geschrieben, um tatsächlich tausende von Jahren ihre Schreibtafeln zu konservieren. Ja, und viele der Keilschrifttäfelchen sind in den Museen in London, in Paris, im Louvre, im Britischen Museum in London zu sehen. Es gibt auch sehr viele Dinge, die wohl noch überhaupt nicht entziffert sind, weil es natürlich sehr viel Mühe macht, ein Keilschrifttäfelchen zu übersetzen. Hier habe ich ein paar Beispiele aus der Grabung in Ur von Leonard Uli. Zwei, drei der schönsten Stücke
Hier eine Art Leier, die er ausgegraben hat, ist sicher etwa 3000 Jahre alt. 3500 Jahre alt. Ein wunderschöner Königin-Schmuck, wahrscheinlich von einer Königin namens Puabi. Und die Stele von Ur, die zweiseitig beschriftet ist und ein wunderschönes Kunstwerk auch über das Hofleben da ausstellt. Ja, seit Uni wissen wir, dass also die Stadt Ur tatsächlich existiert hat und dass sie über Jahrhunderte hinweg ein reiches Leben in Mesopotamien verkörpert hat. Man kann also insgesamt sagen, und das ist jetzt sehr interessant, wenn man die Genesis anschaut, dass viele Dinge aus der Genesis archäologisch heute bestätigt sind, nach zwei Jahrhunderten Ausgrabung. Zum Beispiel die Existenz der Hethiter. Die war, bevor die Ausgrabungen in Mesopotamien und in der Südtürkei stattfanden, überhaupt nicht klar. Die gab es aber eindeutig, ist bestätigt worden. Die assyrischen Könige, hier dieser König Sargon II., einer der ersten Paläste, der ausgegraben wurde, und Salmanasser III., das sind ja assyrische Könige, die in der Bibel erwähnt sind, und die hat es tatsächlich gegeben, die sind gefunden worden, deren Städte und Gräber. Abrahams Existenz ist durch archäologische Funde bestätigt worden. Viele alte Städtenamen, die in der Genesis vorkommen, oder die Namen von Personen in den Völkertafeln, in den Geschlechtsregistern von 1. Mose 10 und 11, die Söhne Noahs, werden ja dort aufgelistet, die sind auch auf archäologischen Tafeln zu finden. Und schließlich hat man ja überraschenderweise diese Flutberichte gefunden, einerseits in Ur, das habe ich schon erzählt, aber andererseits auch im Gilgamesch-Epos. Das Gilgamesch-Epos ist ja eine Art veränderter Flutbericht, wo auch Noah wahrscheinlich vorkommt und ist so ein bisschen fantastischer ausgeschmückt als der biblische Bericht. Der biblische Bericht ist wesentlich nüchterner, sodass man eigentlich meinen kann, dass 1. Mose 6 bis 10 wahrscheinlich der Originalbericht ist. Sternaufzeichnungen der Babylonier. Die Babylonier waren hervorragende Astronomen und haben den gesamten Sternenhimmel beobachtet und in Keilschrifttäfelchen abgefasst. Die sind oft noch gar nicht entziffert. Man kann also sehr genau rekonstruieren aus diesen Keilschrifttäfelchen, welche astronomischen Stellungen, welche Gestirnskonfigurationen vor 2500, 3000 Jahren existierten. Da hat der Astronom Werner Papke einiges geforscht. Es gibt ein sehr interessantes Buch über den Stern von Bethlehem als Supernova, durch babylonische Sterntafeln bestätigt, sehr zu empfehlen, jetzt gerade auf Weihnachten hin. Man kann also sagen, das Buch der Genesis ist überhaupt nicht 500 vor Christus entstanden, sondern es ist durch die Archäologie sehr stark bestätigt worden, dass es viel älter ist. Also Ur war eine Stadt, die 3500 Jahre vor Christus wahrscheinlich schon existierte und die bis vielleicht 1500 Jahre existiert hat. Und die Archäologie von Uli und anderen Leuten hat die Genesis bestätigt, dass sie uralt ist. Nun, wir haben über die Quellenscheidungstheorie von Wellhausen gesprochen, 1876, und in 1930 etwa begann der Vizechef des Britischen Museums, Peter J. Wiseman, eine weitere Quellenscheidungstheorie aufzustellen, eine Tontäfelchen-Theorie. Die ist deswegen entstanden, weil man diese Bibliotheken ausgegraben hatte. Man hat also tatsächlich mit dem Wissen der Archäologie des 20. Jahrhunderts wissen können, was nun tatsächlich von den Ausgrabungen her bestätigt worden ist. Und es ist sehr interessant, dass Wiseman entdeckt hat, dass Merkmale von Tontäfelchen tatsächlich im Genesis-Text enthalten sind und man kann die quasi rekonstruieren. Wir werden da einiges noch drüber hören. Wiseman hat sich auch mit diesem Gegensatz der Gottesnamen beschäftigt und sein Eindruck ist aus der Archäologie heraus, dass, also zum Beispiel in Ur, es gab schon viel Götterei, jede Menge Götter am Götterhimmel. Und er meint, dass also die ersten Teile vom ersten Buch Mose den Namen Elohim verwenden, und der spezifische jüdische spezielle Name Gottes Yahweh, dass der sehr viel stärker später benutzt worden ist, gerade gegen Ende des ersten Buches Mose, um Yahweh abzugrenzen gegen Vielgötter. Und da kann man natürlich verschiedener Meinung drüber sein, das ist jedenfalls seine These, warum zwei verschiedene Gottesnamen gebraucht werden. Aus meiner Sicht ist die Wiseman-Theorie, um es gleich zu sagen, viel, viel fundierter als
alle anderen Quellenscheinungstheorien, die man bis dato aufgestellt hat, denn die sind nicht archäologisch bestätigt. Kommen wir also zum Schlüsselwort der Genesis, das Wort Toledot. Ich wiederhole nochmal hier diesen Vers, Genesis 5, Vers 1, das Toledot Adams. Und hier muss man ein bisschen in der Übersetzung graben. Das Wort Toledot aus dem Hebräischen hat verschiedene Bedeutungen. Es kann heißen Geschlechter, Geschlechterfolge. Es kann heißen Geschichte, Entstehungsgeschichte. Und wenn man es, wie in den traditionellen deutschen Übersetzungen, mit Geschlechterfolge übersetzt, dann gibt es gewisse Schwierigkeiten mit der Übersetzung. Denn nur zweimal auf das Wort Toledot, was etwa zehnmal im ersten Buch Mose vorkommt, folgt tatsächlich ein Geschlechtsregister. Also wenn es die Überschrift von einem Geschlechtsregister wäre, dann ist es achtmal eigentlich fehlverwandt im ersten Buch Mose. Zudem gibt es das erste Toledot, das ist noch vor Kapitel 5, Vers 1, in Kapitel 2, Vers 4a. Da heißt es, das Toledot Himmels und der Erde. Also das kann ja nicht Geschlechter oder Geschlechterfolge heißen. Das müsste ja eine Person gewesen sein. Deswegen werden wir im Folgenden annehmen, und das hat Weismann vorgeschlagen, dass es Entstehungsgeschichte heißt. Also Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, Entstehungsgeschichte Adams, Geschichte. Und dann kommt man zu der Hauptfrage, die sehr wichtig ist für die Weismann-Theorie. Schließt ein Satz mit dem Wort Toledot einen Text ab oder leitet es einen Text als Überschrift ein? Wir werden darauf noch eingehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, aber aus dem Gesamtzusammenhang der Texte ergibt sich eigentlich dann nur eine Möglichkeit, dass das Toledot einen Text abschließt. Wir werden das sehen. Ich habe hier mal die 8 bzw. 10 Toledots mitgebracht. Da gibt es also hier 2 Vers 4a, 5 Vers 1, 6 Vers 9a, 10 Vers 1, zwischendrin nach der Erschaffung der Welt die Paradiesesgeschichte, das Geschlechtsregister Adam bis Noah, die Flut, die ja sehr bekannt ist, die Sprachverwirrung von Babel, das sind Geschichten, die wir kennen, die Geschlechtsregister von Sem, dem Sohn Noahs, Abraham, Isaac und Ismael werden geschildert und Jakob und Esau und ganz zum Schluss natürlich sehr viele Kapitel von Kapitel 37 bis Kapitel 50, Josefs Geschichte. Nun, manche Toledots kommen zusammen vor, wie zum Beispiel bei diesem hier kommt das Toledot Ismaels und Isaaks quasi nur ein paar Verse voneinander entfernt vor. Und ganz zum Schluss gibt es keins mehr. Also da hört das Buch einfach so auf. Und jetzt kann man mal schauen, ob der Satz, das ist die Entstehungsgeschichte von, eine Überschrift ist oder eine Unterschrift. Und dann stellt man fest, dass es eigentlich keine Überschrift sein kann. Warum? Dieser Vers hier ist der Abschluss von der Erschaffung der Welt. Das ist nicht mehr eine Einleitung oder eine Überschrift zur Paradiesgeschichte. Das ist nicht so. Ne? Also eigentlich ist das hier, gehört das zusammen. Das Toledot Adams, die Entstehungsgeschichte Adams, schließt auch ab, weil da wird über Adam überhaupt nichts mehr berichtet. Da werden die Geschlechtsregister seiner Söhne berichtet. Und hier könnte man zweifeln, ob in 6 Vers 9 es tatsächlich eine Überschrift oder eine Unterschrift ist. Aber wenn man weiter schaut, bei Sem, bei Terah, bei Ismael und Isaac, dann ergibt sich eigentlich immer, dass der Textzusammenhang so aussieht, dass die Geschichte vorne dran abschließt mit diesem Satz Toledot. Und jetzt ist die Frage, wenn man das als Geschichte übersetzt, als Entstehungsgeschichte übersetzt, dann haben wir hier folgende Sache. Erschaffung der Welt, das ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Paradiesgeschichte, das ist die Geschichte Adams. Geschlechtsregister Verderbtheit der Erde, das ist die Geschichte von Noah. Der hat es vielleicht aufgeschrieben oder verfasst. Flut, die Söhne Noahs. Sprachverwirrung, Sem, der die Sprachverwirrung miterlebte. Terach schreibt ein Geschlechtsregister auf, bis zu seinem eigenen Leben. Ismael und Isaac schreiben die Geschichte von Abraham, Isaac und Ismael auf. Esau und Jakob schreiben die Geschichte von Jakob und Esau auf. Und dann gibt es einen letzten Teil der Josefs Geschichte, wo kein Toledot mehr folgt. Das hat vielleicht einen speziellen Grund. Also wenn man die Schreibbarkeit mit einbezieht, dann gehören die Toledots immer zu dem, was vorangeht.
Das ist ein ganz wichtiges Prinzip der Weismann-Theorie. Und man darf dann eben nicht übersetzen, das ist das Geschlechtsregister von, sondern man muss übersetzen, das ist die Geschichte von. Da ist natürlich jetzt die Frage, wer schrieb denn überhaupt diesen ersten Block, den zweiten Block, den dritten und den vierten? Also nehmen wir mal an, Adam schrieb das hier. Wer schrieb das? Noah schrieb das dritte. Okay, vielleicht geht das. Und wer trug sie alle zusammen, diese Geschichten, die da zusammenstehen? Die erste Hypothese von Peter Weisman ist, die Toledots sind nahe dem Text nachfolgende Autor- und Titelkennzeichen. Der Autor hat sich quasi verewigt. Der Autor hat unterschrieben und konnte tatsächlich dadurch seine Geschichte kennzeichnen. Und zufälligerweise, aber das ist eben nicht zufällig, kommen wir jetzt auf eine Eigenschaft von Tontäfelchen, die mir, bevor ich die Weisman-Bücher las, unbekannt war. Keilschrifttäfelchen haben nämlich Klappentext. Sie kennen Bücher, die haben Klappentext. Heute ist das oft hinten drauf oder auf der Klappe, nicht wahr? Deswegen heißt er ja auch Klappentext, auf Griechisch Paratext. Und das Interessante ist, dass dieser Klappentext bei Keilschrifttäfelchen immer zum Schluss auftritt. Wir wollen aber mal anschauen, was überhaupt so ein Keilschrifttäfelchen ist. Ich habe hier einige Lehmpaletten mitgebracht, Lehmtäfelchen, Tontäfelchen. Und zunächst hat es begonnen im Jahr etwa 4000 vor Christus mit abstrakten Bildern. Also die Keilschrift war nicht zuerst, die Keilschrift ist schon eine Kulturleistung, weil die Buchstaben und Silben enthält. Das hier ist ursprünglicher, das sind Piktogramme, so ähnlich auch wie die Hieroglyphen Piktogramme sind, die wir aus Ägypten kennen. Hier ist ein Vertrag über den Verkauf eines Hauses mit einem Feld aus dem Jahr 2600 vor Christus. Festgebrannt in der Bibliothek, als die Bibliothek verbrannte, auf alle Zeiten konserviert. Mein Hausbau- und Kaufvertrag, der wird sicher nicht so lange halten. Davon bin ich fest überzeugt. Das Papier sieht schon ganz anders aus als vor 15 Jahren. Und man sieht hier zum Beispiel das sumerische Zahlensystem. Wir haben von den Sumerern ja heute immer noch unsere Stunden. 60 Minuten ist eine Stunde, die 24 Stunden des Tages und die Wochen, die das Jahr ergeben, das geht noch auf die Sumerer zurück. Die Sumerer haben also hier mit diesen Punkten in den Tontäfelchen tatsächlich Zahlen notiert. Und man sieht hier auch schon, wie die Piktogramme immer abstrakter werden und sowas wie die Keilschrift eben ausformen. Hier ist mal ein etwas größeres Keilschrifttäfelchen. Das hat man in Persien gefunden. Und das Interessante ist, dass bei Keilschrifttäfelchen, hier jetzt ein ganz typisches Keilschrifttäfelchen, wo man tatsächlich dann keine Piktogramme mehr hat, sondern abstrakte Keilschrift. Das hier ist eine Inschrift von Xerxes dem I. in Keilschrift auf einem Berg in Van in der Südtürkei. Und hier sieht man jetzt, wie sich die Schriften verändert hat. Es gibt also zunächst die Bilderschrift und dann gibt es verschiedene Abstraktionsstufen der Keilschrift bis hin zum Assyrischen und zum Spätbabylonischen. Die Keilschrift verschwand dann vielleicht im 2. Jahrhundert vor Christus. Man hat sie immer noch benutzt bis dahin, allerdings auch parallel zu Buchstabenschriften. Das ist ein Keilschriftzylinder, der von Kyros dem I. stammt, von dem ersten persischen König, der aus der Zeit des Propheten Daniels stammt, etwa 540 vor Christus. Alles Keilschrift mit einer Beschreibung von Kyros Leben, denke ich. Und das Interessante ist, dass man eben Klappentext auf Keilschrifttäfelchen findet. Man findet, hier ist einer mit Kolophon. Ich glaube, das hier ist das Kolophon, wenn ich recht informiert bin. Das ist der Klappentext, also die Autorkennzeichnung, wem das Täfelchen gehörte, wer es angefertigt hat und vieles mehr. Also man kann ja auf Klappentext verschiedene Dinge schreiben und so hat man auch verschiedene Dinge in die Tontäfelchen eingeschrieben. Und Weisman entdeckte, dass tatsächlich Tontäfelchen
Autokennzeichnungen, Titelkennzeichnungen am Ende haben und dass damit die Toledot-Sätze der Genesis, die etwa 10 Stück, die es gibt, ursprünglich auf Keilschrifttexten in Tontäfelchen geschrieben gewesen sein können. Das ist die Haupthypothese. Wiseman nimmt an, dass die Textblöcke von 1. Mose zunächst Tontäfelchen waren und dass die Paratexte, die Klappentexte, die Kolophone ihnen nachgeordnet gewesen sind und die Autokennzeichnungen eben darstellen. Also die erste Hypothese war, wenn man den Text liest, könnte man auf Autokennzeichnungen kommen. Die zweite Hypothese von Wiseman ist, ja tatsächlich, Keilschrifttäfelchen hatten so eine Struktur, Text nachfolgend Paratext, und damit sind diese Autor- und Titelkennzeichnungen tatsächlich aus Kolophonen übernommen worden von Keilschrift-Tontäfelchen. Das bedeutet, man kann heute noch sehen, welche Tontäfelchen ursprünglich 1. Mose gemacht haben. Und um das noch ein bisschen zu untermauern, möchte ich noch eine dritte Hypothese Ihnen zeigen aus diesem Buch von Wiseman. Das nämlich, das historisch auch sehr gut zusammenpasst mit der Entwicklung der Schrift. Wir haben gesehen, zunächst gab es Bilderschrift, dann gab es Keilschrift in verschiedenen Varianten. Die Keilschrift hat geendet etwa im 1., 2. Jahrhundert vor Christus. Da gab es dann nur noch Buchstabenschrift. Das sieht man hier auf dieser Tafel. Die sumerische Bilderschrift ist etwa ab 3500 vor Christus zu sehen. Die ägyptischen Hieroglyphen sind etwas später. Die Keilschrift beginnt 300 Jahre später zu wirken. Und die akkadische Silbenschrift, auch eine Keilschrift, Silbenschrift, ab 2300 vor Christus. Das ist schon ein erheblicher Abstraktionsschritt, denn hier werden in der Keilschrift dann hier werden nicht mehr Bilder oder ganze Wörter kodiert, sondern Silben. Ein Stück auf dem Weg zum Buchstaben. Und das sieht man dann hier. Die erste Buchstabenschrift nennt man proto-sinaitische Konsonantenschrift, also nur aus Konsonanten zusammengesetzt. Die gab es etwa 1700 vor Christus im Sinai und natürlich auch sicher in Ägypten. Und das Interessante ist natürlich, dass Mose 1500 vor Christus etwa gelebt hat. Wenn man die Geschichte des Volkes Israel zurückrechnet, dann ist das etwa seine Lebenszeit. Wir wissen es nicht hundertprozentig genau, aber wir wissen, dass Mose gut erzogen war. Er hatte also eine pharaonische universitäre Ausbildung erhalten und er kannte sicher alle diese Schriften. Mose hat im Lauf seiner Erziehung Hieroglyphen natürlich kennengelernt, aber sicher auch Keilschriften und Konsonantenschrift. Etwas nach Moses Leben hat sich dann die Konsonantenschrift weiterentwickelt in die Ugaritische und die Phönizische. Und die Phönizische, das ist tatsächlich dann schon eine, die dem Hebräischen sehr ähnlich ist und unseren Buchstabenschriften sehr stark ähnelt. Hier habe ich einige Fragmente der proto-sinaitischen Buchstabenschrift mitgebracht ab 1700 vor Christus. Und das ist wahrscheinlich das, was Mose als erste Buchstabenschrift schon gekannt hat. Man sieht also einzelne Piktogrammchen, aber das sind keine Piktogrammchen mehr, sondern das sind wirkliche Konsonanten. Also man setzt Wörter aus Konsonanten zusammen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Kulturleistung, die Schrift aus Buchstaben zusammenzusetzen und nicht mehr Wörter oder Bilder zu benutzen. Wir wissen alle noch, wie schwer es uns im ersten Schuljahr fiel, dieses Prinzip zu lernen. Heute, nach langen Jahren, ist man daran gewöhnt, aber das ist eine hohe Kulturleistung gewesen, die Buchstabenschrift einzuführen. 1400 vor Christus gab es dann schon Buchstaben in Keilschrift, also dann hat man spezielle abstrakte Zeichen, Ikonen verwendet, die man noch in Lehmtafeln eingraben konnte mit einem Dreieckskeil. Hier sieht man deutlich, wie der Dreieckskeil zum Beispiel ein H formt. Und das nennt man ugaritische Buchstabenschrift, auch eine ganz tolle Weiterentwicklung der Keilschrift, weil nicht mehr Silben oder Wörter kodiert werden, sondern Buchstaben. Ja, und die phönizische Buchstabenschrift steht hier in der Mitte. Hier sieht man, dass sie das A zum Beispiel noch 90 Grad verdreht hat. Das ist die Mutter aller europäischen Sprachen, könnte man sagen. Also da ist sowohl das Griechische daraus abgeleitet, als auch das Hebräische hier und die lateinische Schrift. Allerdings viel später, die lateinische Schrift ist viel, viel jünger, nochmal 1000 Jahre quasi jünger. Ja, und hier sieht man, dass
wenn ich das nochmal zurückblende, die Schriften etwa alle 500 Jahre gewechselt haben. Ne? Also von Bilderschriften über Wortschriften zu Buchstabenschriften, zunächst auf Keilschrift, ne, wie wir hier gesehen haben, Keilschriftkodierung der Buchstaben, aber dann auch in anderer Kodierung, zum Beispiel nicht mehr mit Keilschrift zu schreiben, sondern zu malen und zu schreiben im heutigen Sinne. Interessant ist, dass es in der Genesis weitere Hinweise darauf gibt, dass irgendjemand die Genesis übersetzt hat. Es gibt zum Beispiel im Kapitel 1 bis 11 babylonische Wörter, aber im Rest nicht mehr. Es gibt im Kapitel 37 bis 50 ägyptische Wörter, tritt aber am Anfang nicht auf. Das ist sehr interessant. Irgendjemand hat wahrscheinlich hier Texte gemischt, ne? Übersetzt und gemischt. Dann fällt auf, dass in verschiedenen Kapiteln Ortsnamen übersetzt werden mit anderen Namen. Also da hat jemand beim Übersetzen einen zweiten Namen eingefügt, der zu der Zeit der Übersetzung bekannt war, aber nicht zur Zeit der Abfassung. Zum Beispiel hier das Tal Siddim, das ist der Salzsee. Das war zur Zeit der Übersetzung bekannt, das war zur Zeit der Abfassung bekannt. Oder Kiryat Arba ist heute noch eine Stadt in Israel, das ist Hebron im Land Kanaan. Hebron heißt es heute noch. Das ist eine Übersetzerzufügung. Offensichtlich hat jemand die Genesis von Keilschrift in Buchstabenschrift übersetzt. Das ist das, was Weismann postuliert. Und das ist sein Gesamtbild. Weismann sagt, Mose hatte von seinen Urvätern her, da kennen wir ja Geschlechtsregister, hatte er Tontäfelchen vererbt bekommen, in denen sehr alte Geschichten über die Entstehung der Welt, die Paradiesgeschichte und so weiter abgefasst waren. Zur Zeit von Mose entstand die Buchstabenschrift und Mose kannte diese Schriften alle durch seine Ausbildung und er hat tatsächlich dann die Tontäfelchen aus der Keilschrift in die Buchstabenschrift übersetzt. Das muss etwa im Jahr 1500 vor Christus gewesen sein. Wir wissen, dass Mose 40 Jahre in der Wüste gelebt hat, zu flüchten vor seinem Pharao, der ihn erzogen hatte. Zeit hatte er genug und ausgebildet war er auch. Und er hat dann beim Übersetzen einige Begriffe ergänzt, damit seine Leser besser verstehen können, was er schrieb. Und der letzte Teil der Genesis, den hat er selbst geschrieben und nicht mehr mit Tod dort unterschrieben. Weil das war die Josefs Geschichte. Josef ist etwa 60 Jahre vor Moses Geburt gestorben. Das kannte er noch von seinen Eltern, von seinen Großeltern hat er diese Geschichte erfahren und aufgeschrieben. Das heißt, alle diese Blöcke hier, die Sie sehen, die wir gesehen haben, die Blöcke vor den Toldots sind eigentlich zunächst, das ist Weismanns Haupttheorie, auf Keilschrift in Tontäfelchen abgefasst gewesen und sind daher viel, viel älter als das Jahr 500 vor Christus, nämlich 3000 vor Christus etwa entstanden bis vielleicht 1500 vor Christus. In den Büchern Mose von 1. bis 5. Mose gibt es mehrere Stellen, wo Mose aufgefordert wird, von Gott die Geschichte des Volkes Israel aufzuschreiben. Er hat also zum Beispiel, das ist sehr unumstritten, das Buch 5. Mose abgefasst, Deuteronomium ist im Neuen Testament immer wieder bestätigt. Und für das erste Buch nahm er die alten Keilschrifttäfelchen und übersetzte sie in Buchstabenschrift und versuchte, ein einheitliches, abgefasstes Buch zu erstellen. Er fügte die Kolophone, also die Toledots, die Titel- und Autorkennzeichnungen ein, ließ sie also da stehen, wo sie waren, und ordnete sie eben nachfolgend an die Texte an. Er erhielt also die Reihenfolge des Textes und unbekannte Namen aus der Geografie hat er übersetzt. Dann hat er sich hingesetzt und Kapitel 37 bis 50 selbst geschrieben, weil das war nur ganz kurz vor seinem Leben passiert, etwa 60 Jahre vorher. Das konnte er noch von seinen Eltern abfragen. Und Josef spielt eine wichtige Rolle in den Büchern Mose, weil berichtet wird, dass Josefs Überreste von dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten mitgenommen wurde ins Land Kanaan und im Abrahamsgrab in Hebron begraben wurde. Das Abrahamsgrab gibt es heute noch. Die Knochen sind bestimmt vergammelt, aber das bezeugt eben 2. Buch Mose, dass Josefs Gebeine auch dort bestattet wurden. Das heißt, die Hypothese 3 von Weismann ist, dass die Genesis
vor dem Jahr 1500 entstanden ist, und zwar zur Hälfte, durch Übersetzung und Komposition von Mose zusammengeschrieben worden ist. Und das bedeutet, dass sie zur Hälfte vor dem Jahr 1500 geschrieben worden ist, nämlich durch die Urväter, durch die, die in den Kolophonen, in den Toledots stehen. Ja, und das ist die Gesamtübersicht aus dem Wiseman-Buch. 10 Stück gibt's. Toledot des Himmels und der Erde, Adams, Noahs, Söhne Noah, Sem, Tara, Ismael und Isaac, Esau und Jakob. Und der letzte Teil ist sicher dann Mose zuzuschreiben. Es gibt noch weitere Hinweise aus dem Text heraus selbst, die diese Theorie stützen. Dazu bitte ich Sie, das Buch selbst zu lesen. Es gibt ein englisches PDF auf dem Web, wo Sie alles nachlesen können. Es gibt leider nur noch ganz wenig deutsche Exemplare. Ich habe hier noch eins mitgebracht. Das gibt's nicht auf dem Web, aber wenn Sie Englisch lesen können, können Sie die Wiseman-Theorie im Original nachlesen. Und das Schönste ist, was ich so faszinierend finde am ersten Buch Mose, die Täfelchen sind heute noch sichtbar. Es ist kein Zufall, dass diese Sätze, das Toledot von, dort steht. Das ist nämlich der erkennbare Rest der ursprünglichen Kodierung auf Keilschrift. Und zwar nicht in der Buchstabenschrift, sondern entweder in akkadischer Silbenschrift oder in Keilschrift, Wortschrift. Ja, wenn Sie mich nun fragen, wie alt ist die Genesis, dann ist es sicher älter als 500 Jahre. Also das kann ich als bewiesen voraussetzen. Aber es kann natürlich niemand die Wiseman-Theorie beweisen, weil niemand dabei war, wie Mose sie die Tontäfelchen zusammengeschrieben hat oder ob er es nur wirklich so gemacht hat. Aber die Wiseman-Theorie stimmt mit den archäologischen Befunden der Ausgrabungen in Babylonien vollständig überein. Das ist gut. Vielleicht ist der Klappentext ein bisschen zu mager. Das kann sein. Aber es ist gut möglich, dass die Toledot-Sätze, die 10 Stück, tatsächlich aus den Paratexten, aus den Klappentexten der Tontäfelchen stammen und Autor und Titel angeben. Das sind also die 4 Hypothesen, die Wiseman in seinem Buch aufstellt. Toledot-Sätze sind Autor- und Titelkennzeichnungen nachfolgend zum Textblock. Sie waren zunächst in Klappentext der Keilschrifttäfelchen enthalten, stehen deswegen hinten und stammen von Keilschrifttäfelchen. Mose hat im Jahr 1500 etwa, weil die Buchstabenschrift entstand, alles übersetzt, aus Keilschrift in Buchstabenschrift hinein sozusagen eine Neuausgabe editiert. Und damit ist die Genesis zur Hälfte bis Kapitel 37 vom Jahr 1500 durch die Urväter auf Keilschrift geschrieben. Denken wir an Woolley, der in Ur ausgegraben hat, wo Abraham lebte. Es ist eben archäologisch bestätigt, dass Ur existierte, eine Vielgötterei. Das, was die Bibel über Abraham beschreibt, ist bestätigt worden durch die Archäologie. Ja, niemand kann die Wiseman-Theorie beweisen, es ist zu lange her, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Genesis-Buch nach der Wellhausenschen Quellenscheidungstheorie entstanden ist. Und ich möchte zum Schluss noch darauf eingehen, warum es sehr wichtig ist, dass wir ein zuverlässiges, dass wir überzeugt sind von der Zuverlässigkeit des Genesis-Buches und seiner Überlieferung. Das hat nämlich auch mit unserem Glauben zu tun, mit dem Evangelium, was ja im Neuen Testament durch Jesus dann verkündigt worden ist, etwa 2000 Jahre alt ist. Im zweiten Täfelchen, im Täfelchen, was nach Wiseman Adam geschrieben hat, in 1. Mose 3 in der Paradiesgeschichte, gibt es ja eine uralte Verheißung über die Menschen. Nachdem Adam gesündigt hat und der Erdboden verflucht worden ist um seinetwillen, gibt ja Gott ihm auch eine Verheißung, seiner Frau Eva und ihm, dass jemand außer ihrer Nachkommenschaft kommen wird, der das Böse, die Schlange, den Teufel zertreten wird. Und diese Verheißung wird in der ganzen Bibel immer wieder auch zitiert. Das ist etwas, was wirklich uralt ist, aus dem Toledot Adams. Erinnern wir uns, Adam unterschrieb in 1. Mose 5, Vers 4. Ne? Das hier ist 1. Mose 3, Vers 15, Paradiesgeschichte. Abraham, zu finden auf dem 5. Tontäfelchen, aufgeschrieben von seinen Söhnen Isaac und Ismael, erhielt einen Segen von Gott. Bevor er aus Ur auswanderte, Woolley hat Ur ausgegraben, und sich von der Vielgötterei, die in Ur herrschte, distanzieren sollte, hat er einen Segen bekommen, in dem über Abraham gesagt wurde, wenn du mir gehorchst und ausziehst, sollen in dir alle Völker gesegnet werden.
Der Abrahamssegen wird im Neuen Testament im Galaterbrief erklärt, dass er durch das Evangelium zu allen Völkern ausgegangen ist und durch dahin gelangt ist. Das heißt, ohne diese Tontäfelchen, ohne diese zuverlässige Überlieferung des Buches Genesis, sind eigentlich diese Verheißungen von Adam, Eva und an Abraham nichtig. Und es ist sehr wichtig, dass Jesus Christus die Botschaft des Christus, des Messias, auf diesen Verheißungen aufbaut. Jesus ist ja zwar aus dem Dorf Nazareth gekommen, aber er behauptete ja, der Sohn Gottes zu sein, der Messias, der im Alten Testament angekündigt ist. Und da war ganz klar, dass er sich auf diese Verheißungen im ersten Buch Mose bezog. Er hat zum Beispiel in Johannes 8, Vers 56 provozierend zu seinen jüdischen Zuhörern gesagt, Abraham hat gesehen meinen Tag, der hat sich gefreut, als er sah, dass ich kam. Ein ganz merkwürdiger Satz, der dann zum Aufruhr führt bei den Zuhörern, weil Jesus sich quasi als Gott erhebt und mit der Vergangenheit assoziiert hier. Ohne diese Verheißungen aus 1. Buch Mose, aus dem 2. und dem 5. Tontäfelchen, sind diese Aussagen von Jesus überhaupt nicht verständlich und aus dem Zusammenhang gerissen. Auch das Passa, was im 2. Buch Mose ja geschildert wird, ist ja durch Jesus erfüllt worden, durch sein Opfer. Und es schildert ja sehr eine Voraussage auf die Befreiung der Menschheit vom Bösen. Auch das ist nicht verständlich, wenn man nicht Genesis und das 2. Buch Mose weiß, dass es zuverlässig überliefert worden ist. Ja, und das möchte ich zum Schluss sagen. Die Botschaft des Evangeliums, dass Jesus, der Messias, tatsächlich diese alten Verheißungen erfüllt hat, dass er die Verheißung an Adam und Eva erfüllt hat, das Lamm Gottes geworden ist, was am Kreuz für unsere Sünden starb. Das ist nur verständlich, wenn wir auf die Genesis vertrauen können. Deswegen freue ich mich über die Wiseman-Theorie, dass das 20. Jahrhundert durch die Archäologie so stark die Genesis bestätigt hat, dass sie uralt ist. Wie alt sie ist, wissen wir nicht, ob sie 3000 oder 4000 Jahre, vielleicht sogar 5000 Jahre alt ist. Aber was wir doch wissen, ist, dass diese Verheißungen, die in Genesis stecken, realistisch oder zuverlässig überliefert wurden und dass Jesus von Nazareth, und das natürlich unser Glaube, sie erfüllt hat. Die Botschaft des Neuen Testaments ist, das Evangelium ist, dass Jesus von Nazareth tatsächlich diese Verheißungen erfüllt hat, dass er der ist, der vom Vater kam. Wenn wir heute in unsere Welt reinschauen, ist die Welt dunkel. Sie ist nicht anders dunkel als damals bei den Babyloniern und den Sumerern. Welche Hoffnung haben wir? Meine Hoffnung ist, dass das sich tatsächlich erfüllt hat. Und das klebt die Bibel zusammen, vom ersten Blatt bis zum letzten. Für mich ist das eine wunderbare Sache, dass die Bibel kein von einem Autor geschriebenes Buch ist, sondern ein Buch ist, was über 4000, vielleicht sogar 5000 Jahre zusammenhängt und zusammenspielt. Ja, nochmal für heute zum Mitnehmen. Ich denke, ich habe gezeigt, dass die Bücher Mose, zumindest das erste Buch Mose, uralt ist, viel älter als 500 vor Christus, sicher älter als 1500 vor Christus, älter als 2000 vor Christus, älter vielleicht sogar als 2500 vor Christus teilweise. Die Wiseman-Theorie sagt, dass die Vorväter die ursprünglichen Tontäfelchen geschrieben haben auf Keilschrift und man konnte sie gut überliefern. Keine Brände haben sie zerstört. Mose hat von seinen Vorvätern die Tontäfelchen geerbt und hat sie zuverlässig in einer Neuausgabe editiert. Und das ist das erste Buch Mose. Er hat Josefs Geschichte hinzugefügt. Das fügt dann das erste Buch Mose zusammen. Wichtig ist, dass das erste Buch Mose Verheißungen enthält, die im Neuen Testament bestätigt werden. Der Segen Abrahams in Jesus Christus geht zu allen Völkern. Das Passa in 2. Mose hat sich in Jesus erfüllt. Und das macht die Bibel eigentlich zu einem ungeheuer eindrucksvollen Buch. Ein viel eindrucksvolleres Buch als andere Bücher auf der Welt. Und für mich ist wichtig, diese alte Verheißung an Adam und Eva, dass der Mensch aus dem Bösen, aus seinem Elend erlöst werden kann, dass die heute noch so stimmt. Und dass wir auch in die Zukunft blicken dürfen, um die anderen Verheißungen, die in der Bibel stehen, auch zu erwarten, dass sie sich erfüllen. Ja, ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Der Samuel wird im Chat die Fragen entgegennehmen und dann können wir hier ein bisschen reden.